Ich heiße Aaron Peter. Ich gehe hier an Kanti in die 6. Klasse, Klasse 6a. Ich komme von Willisau und ich bin 17. Ich bin Jaran Ahmed. Ich bin 18 in der Klasse 6a und ich komme aus Litau. Ich bin Tabia Schirme. Ich bin 17 und komme von Budisolz. Ich bin Luana Bossert, bin 17 und bin momentan in der Wirtschaftsmittelschule in der 5. Klasse und komme von Willisau. Ich bin Elia Zurfluch, ich bin 18, wohne zu Hause und bin im 6b. Ich bin Julia Vogel, ich bin 17 und ich komme von Romos und ich gehe in die 6. Klasse vom Gymnasium. Ich bin Nadine Hübscher, ich gehe in die 6. Klasse. Ich bin 18 und ich komme von Grosswangen. Ich bin Katrin Holzmann, ich komme von Grosswangen, ich bin 18 und ich gehe hier ins 6b. Ja, also am Anfang war es schon komisch, wenn du eine Maske anhaben musst. Aber so jetzt ist es gar kein Problem mehr. Also es stört einem wirklich nichts mehr. Und zum Teil merkst du schon gar nicht, ob du die Maske noch anhast oder nicht. Wenn ich halt mit dem Velo heimfahre, merke ich auf der Hälfte des Heimweg, oh, ich habe eine Maske an, dann zieht man sie da ab. Aber es stört wirklich gar nicht mehr. Es ist gar nicht so schlimm. Also, es ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Es ist ja, wirklich kein Problem. Also, die Maske musste ich ehrlich recht dran gewöhnen am Anfang. Als wir nach der Ferien zurückgekommen sind, die immer anzuhaben, habe ich mega streng gefunden. Und ich habe es vor allem gemerkt, dass ich am Abend immer müde war und auch recht kopfweh hatte zum Teil. Aber in der Zwischenzeit geht es eigentlich, also es gehört halt wie ja dazu. Ich persönlich bin jetzt mit dem Homeoffice und mit, also ich bin nie in Quarantäne gewesen, aber mit dem Homeoffice vor der Ferien, vor der Sommerferien bin ich echt sehr gut geschlagen gekommen. Mir würde das auch nicht ausmachen, das wieder einzuführen. Aber ich glaube, andere haben da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Homeschooling im Frühling, ja, es war auch eine rechte Umstellung am Anfang und ich bin ganz ehrlich, es hat meiner Meinung nach am Anfang nicht so gut funktioniert. Also die Aufträge, die wir bekommen haben, waren recht speziell zum Teil oder unklar. Und es ist irgendwie ein bisschen von uns zeitweise erwartet worden, dass wir sofort alles lösen, alles zurückgeben. Und wenn wir mal etwas zu spät abgegeben haben, ist das recht kritisch geworden zum Teil. Währenddem, dass wir andererseits wir recht lange auf die Aufträge müssen warten und dort auch viele Fragen unbeantwortet geblieben sind. Also ich habe schon eine sehr spezielle Erfahrung gefunden und darum hoffe ich auch, dass es nicht nur einmal zu einem Homeschooling kommt. In der Schule müssen wir ja eigentlich nicht gross Abstand halten, wenn wir die Maske haben. Jetzt so in der Freizeit, wenn ich irgendwo laufe oder jogge, dann merkt man schon, dass sich die Leute auch mehr ausweichen und ich selber schaue, dass ich dann sicher nicht Abstand haben kann. Ja, das mit dem Abstand funktioniert eigentlich gar nicht, habe ich das Gefühl. Also es ist auch mega schwierig im Schulzimmer, man läuft immer aneinander vorbei und dann löst man mal Aufgaben zusammen. Also in der Schule geht es nicht, muss ich sagen. Also ich probiere es vor allem halt bei den Leuten zu machen, die ich jetzt sonst im Alltag oder einfach auch sonst in der Freizeit sicher nicht sehe. Aber es ist halt bei denen, die man vielleicht am Abend noch mal im Training sieht oder so, nimmt man es vielleicht schon nicht so ernst. Ich habe recht Glück, also ich wohne auf einem Bauernhof und ich kann eigentlich alles machen. Also ich habe meine Werkstatt und so und dort geht das tiptop. Also zum Beispiel im Blauring ist es so, dass wir einfach als Leiterinnen die Maske haben und Kinder, die unter 12 sind. Meine Blauring-Kinder, die Mädchen, sind noch nicht 12, wegen dem müssen sie keine Maske haben. Und dann lege ich noch tanzen und dort ist es einfach so, dass ich eine Maske habe und die Kinder mit keine haben, weil darum genug groß ist. Ich spiele Fußball und die Trainings sind jetzt auch abgesagt, Match auf. Also das fällt jetzt eigentlich aus. Ich mache viel Musik, also ich spiele Klarinette, das kann ich immer noch machen. Aber ich höre auch sehr gerne Musik und darum, ich wäre noch an ein paar Konzerte gegangen. Und die sind leider alle abgesagt worden und das vermisse ich schon sehr. Dadurch hatte ich ein bisschen Glück. Mein Hobby ist Springreiten und dadurch, dass es eine Sportart ist und ich eigentlich keinen Kontakt zu anderen Personen habe im Ausführen, hatte ich jetzt also wenige Einschränkungen. Aber ich bin nebenbei auch noch im Turnverein aktiv und dort merkt man es natürlich schon. Also alle Wettkämpfe sind weg und auch das Miteinander innerhalb der Reigen ist halt auch komplett jetzt verschwunden. Die Gruppen sind strikt geteilt, also dort fehlt das Gesellschaftliche schon extrem. Ich lese ein bisschen mehr.
Also ich habe mein Zimmer etwa dreimal umdekoriert und angefangen zu lesen, aber ja, ich habe es wieder aufgegeben, es ist mir zu kompliziert. Ich habe während der Quarantäne ein neues Instrument gekauft, eine Melodika. Und die habe ich etwas ausprobiert und auch noch das Alphorn vom Estrich habe ich wieder vorgenommen. Und das so etwas angefangen. Also es tut noch nicht so gut, aber ich hatte eine Beschäftigung. Ich vermisse es schon. Also es ist mega blöd, dass man halt nichts machen kann, aber es ist auch irgendwo verständlich. Also ich meine, man muss ja auch Massnahmen ergreifen, aber also ich freue mich da schon wieder drauf, wenn man ein bisschen festen kann. Ja, ich vermisse es schon, weil man sieht halt nicht mehr so viele Leute. Man hat so im kleinen Kreis mit Kolleginnen etwas unternommen oder eben mal wandern oder am Abend, vier Abend, eins nehmen. Aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn viele Leute um sind. Und wenn man halt auch so ein bisschen feiern kann. Es ist noch möglich, einfach nicht wie früher. Man kann nicht zu Zeiten rausgehen. Das sind wir vorher auch nicht, aber ja, es ist halt jetzt extrem eingeschränkt und es ist halt nicht mehr so wie früher so lustig oder so extrem wie damals. Es ist einfach mehr mit ein paar Kollegen rausgehen. Ja, wenn es einen Impfstoff würde geben, dann würde ich mich vermutlich schon impfen. Ich bin auf die anderen Sachen geimpft. Ich persönlich habe jetzt nicht so Angst vor Corona selber. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man schaut, weil es ist ja klar, für die Leute in der Risikogruppe ist es sicher kein Spass, immer ein bisschen Angst zu haben. Und auch wegen der Überfüllung der Spitäler, das macht mir eher Sorgen als Corona selber. Nein, also ich habe nicht Angst und ich würde mich auch nicht impfen. Für das ist mir der Impfstoff zu wenig gut getestet wurde und auch etwas zu kurzfristig, habe ich das Gefühl, irgendetwas reingepusht. Also ich weiss nicht, was ich jetzt mir einspritzen würde. Darum würde ich das mich nicht impfen lassen. Und nein, Angst habe ich auch nicht. Also ich glaube, in meinem Alter ist das nicht so ein Problem, eben für meine Grosseltern jetzt. Ich werde mich wahrscheinlich nicht sofort als erstes impfen lassen, weil ich dieser Sache ehrlich gesagt nicht so ganz vertraue. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wie eine Sache, die normal 7 Jahre geht, jetzt gleich plötzlich innerhalb von 3-4 Jahren geschafft worden ist. Aber ich habe nicht eine grosse Angst davor. Ich habe das Gefühl, ich muss einfach gewissenhaft damit umgehen und eben zum Beispiel jetzt mit dieser Massnahme die gut einhalten. Und ja, da gibt es auch einen anderen Weg. Ja, also ist sicher anders. Also ich habe mir es anders vorgestellt, als ich in der ersten, zweiten, dritten Kante war. Und es ist jetzt auch schwierig mit Skilager, Matura-Race, ob das wirklich kann stattfinden kann, ob man sonst schon soll organisieren soll, was auch immer. So, es ist halt so ein eine Unwissenheit, die rum ist. Und man weiss nicht, wie man nachher weitermachen soll oder ob man überhaupt ein Jahr fertig machen kann mit Matura-Prüfungen und was auch immer. Jetzt zum Beispiel gerade ich hätte nach der Kante ein Zwischenjahr machen, eventuell ein Auslandjahr. Und ob das jetzt geht oder nicht, weiss ich halt nicht. Ich denke, das schaut schon wieder. Ich denke, jetzt gerade sind ja die Impfstoffe und so rausgekommen. Und wenn die wirklich funktionieren und so, danach denke ich, haben wir gute Chancen, dass es bis in einem Jahr, anderthalb wieder einigermaßen normal ist. Und ich habe die Hoffnung, dass die Wirtschaft sich dann recht schnell wieder erholen wird. Und auch die Ausbildungsplätze und so, das ist jetzt für die Jungen schon ein bisschen schwieriger geworden mit Lehrstellen und so. Ich habe die Hoffnung, dass es sich relativ schnell wieder erholt. Ja. Oh, das ist so eine Sache, das ist unbeantwortet, glaube ich. Ich glaube, das weiss niemand und am besten geht es bergauf, das hoffen wir alle. Ich weiss es im Moment auch nicht, aber wir lassen es auf sich zukommen.